Willkommen zur nächsten Runde Graveyard Keeper. So, wir sind erfrischt, gut erholt. Aber dann bleiben wir direkt hier drin, ne? Weil wir haben ja jetzt schon Schlangentime. Mal gucken, ob wir Schlange treffen. Wenn nicht, können wir direkt die Abkürzung nehmen. Weil, ne? Und überhaupt, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir gucken erstmal hier drüben. Vielleicht ist das Schlängelchen ja schon mal. Da ist er ja. Ist heute sein Tag. So. Ja, aber was ist das? Versuche ihn zu überzeugen, bedrohe ihn, gehen. Dann gehen wir. Okay. Mann. Sein Mist. Ich traue mich nicht, den zu bedrohen, wisst ihr? Kriegen wir nachher Ärger mit dem und dann kriegen wir keinen Stempel mehr. Wäre schon blöd. So. Raus hier. Rüber Richtung Alchemist. Haben wir irgendwas, was wir dem Dingens verkaufen können? Ja, schauen wir doch einfach mal. Vielleicht haben wir ja tatsächlich was, sowas wie gebratenes Fleisch oder so für ihn. Handeln. Ja, doch, der will Brot. Was gibt er mir denn dafür? 8 Kreuzer. Na komm, einmal. Ich dürfe. Handeln. Brot. Einmal. Zapp. Fertig. Familie Frosch freut sich auch wieder. Das ist ja. Ja, ich denke nicht, dass wir beim Schmied jetzt dieses Reparaturwerkzeug bekommen. Könnten wir aber eigentlich mal kurz abbiegen. Und wir werden oben bestimmt ein paar Eier bekommen, oder? Handeln? Nee. Für Rang 2 müsste ich mal schauen, was wir da brauchen. Im Moment bin ich da so ein bisschen überfordert. So, dann hatten wir hier oben noch irgendwie Eier. Ah ja. Handeln. 10 Kreuzer kostet das eins. Nehmen wir mal 3 mit. Bam. Richtig cool. Wir sind ja schon ziemlich arm. 5 Kreuzer, 5 Taler, 7 Kreuzer. So, Kollege, hier. Ding dong, bing bong, ich bin Digo. Bin ich der Digo? Gib ihm den Honig. Zack, Aufgabe beendet. Fertig. So. Ah, oh, wie süß. So, was ist mit dem Kuchenrezept? Denk einfach daran, Kuchen kann nicht süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von einem anderen Blickwinkel aus zu sehen, um mehr zu lernen. Ah ja, Kuchen. Können wir mit dem handeln? Ja, der hat diesen coolen Samen und dieses Seil. Ich nehme das Seil mal mit. So. Sind wir zwar auch schon wieder ein bisschen ärmer, ist mir aber egal. Wir haben den Kram, den wir wollten. So, wir müssen nicht zum Astrologen. Wir müssen auch nicht zu dem Typen. Wir können uns also quasi wieder um den Friedhof kümmern. Wir bräuchten aber auch... Oh, wir haben richtig vorgelegt. Hier, Gärtnern müssen wir noch ein bisschen irgendwie. Wir brauchen dringend... Ja, brauchen wir dringend. Tja, Dünger, 75 und 20 blaue. Kriegen wir aber nicht hin. So, hier unten kriegen wir auch nichts mehr hin. Pass auf, lass mal schauen. Hier würden wir... Wichtige Teile würden wir lernen können. Ach, guck mal hier, da. Okay. Hier würden wir dann die Grabsteine und... Ah. So, Landwirtschaft haben wir ja gerade geguckt. Komm, nehmen wir. Zap. Ja. Dann können wir ohne Blau hier gar nichts lernen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir Blau herkriegen. Blau hat ja eigentlich, naja, mit irgendwas zu tun. Schmiedekunst, Glas, ja, wäre schon ganz schön. Aber, ne? Stahl, ja, alles noch ein bisschen weit entfernt. So, hier unten, witzigerweise, ist noch was komplett gar nicht freigeschaltet. Auch witzig. Und wir müssen mehr an Blau arbeiten. Seltsam, seltsam. Warte mal. Achso, ja, gut. Man kann sagen, ja, ich gehe ja schon wieder den langen Weg. Den brauchen wir ja gar nicht gehen. Wir brauchen ja eigentlich nur bis zur Kneipe. Geh aus dem Weg. Aus dem Weg. Ah, warte mal. Grünes Dings da.
Schlange. Ja, gut, okay. Blöd. Ich wüsste nicht, womit wir den überzeugt kriegen. Na dann. Ah, guck mal, da kommt die nächste Leiche. Mann, entschuldigt. Aber Familie Frosch freut sich halt, volle Pulle damit mitmachen zu dürfen. Können wir jetzt hier mit dem Seil runter? Nee, schade. Den Hexenhügel könnten wir nochmal kurz inspizieren. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes, weil hier auf der Seite habe ich eigentlich noch nichts gemacht. Ne? Aha. Sackgasse. Der Inquisitor dürfte ja hier gar nicht rumhängen, denke ich mal. Ja, und hier das Portal müssen wir dann halt mal irgendwann öffnen. Dann gibt es ja hier noch diese Hütte. Und nochmal ein Beet. Genauso wie dieses Grab hier. Hat gebimmelt, Leiche ist da, müssen wir also mal eben nach Hause. Nach der Leiche würde ich gerne mit euch nochmal in den Sumpf gehen. Könnte zwar unseren Tod bedeuten, aber wen kümmert das schon? Wir sind Friedhofsgärtner, wir können uns dann direkt selbst beseitigen. So. Tag, Esel. Doch Friedhofswärter. Hier können wir noch ein paar Beeren mitnehmen, ein paar Pilze. Wir müssten doch irgendwas hier in unseren Kompost reintun können. Können wir aber nicht. Voll blöd. Was können wir denn hier noch herstellen? Ein leeres Beet. Beet mit Stäben können wir mittlerweile herstellen. Kiste. Komposthaufen, den haben wir hergestellt. Mann. Ich bin hier mal sauer. Nee, nicht wirklich. Ah, kommen wir nicht durch. Okay. Es regnet wieder. Es ist schon später Abend, als wir zur Arbeit einkehren. Da können wir jetzt noch eine Menge mehr aus der Leiche herausholen. Schon ziemlich cool. So, wir können das Blut rausholen. Bäm. Wir können das Fleisch rausholen. Super lecker. So, nehmen wir mal das Fett mit. Das kommt mal bisher noch nicht. Mal schauen, was wir damit herstellen können. Schädelknochen, ja komm, wir können die... Ja, komm. Leiche aufnehmen und dann bringen wir die Leiche schon mal weg. Brauchen wir schon wieder ein Grab. Obwohl, da unten rechts habe ich doch exhumiert. Also von daher. Lassen wir den mal eben hier liegen. Dann gucken wir mal, was hier mit dem Grab ist. Der ist doch schon exhumiert. Hm. Seltsam, seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Gut, müssen wir noch ein Grab bauen. Grabstätte. Wo passt denn noch was hin? Ja, hier passt nichts mehr, da passt nichts mehr. Hier unten würde noch was passen. Jo, passt. So, wunderbar. Machen wir. Nehmen wir schon mal mit. Schmeißen wir mal hier eben hin. Müssen wir mal schaufeln. Perfekt. So. Ab und zumachen. So, damit haben wir noch so eine Bestattungsurkunde. Ich glaube nämlich, das, was da oben ist, das ist Kompost irgendwie. Hier, ne? In der Mitte. Die Blumen hätten wir, Stein hätten wir auch, aber wir haben diesen Kompost nicht. Mist, Mensch. Das ist doof. Der gesamte Friedhof ist aber nur noch minus 12. Das ist auch sehr schön. So, warte mal. Wir könnten hier ja auch noch was herstellen.
eine Pritsche oder so, ne? Pritsche. 6 Bretter, 4 Nägel. Okay, weil einen Verarbeitungsplatz haben wir ja da vorne. 6 Bretter, 4 Nägel nehmen wir mal mit. Ah, wir haben schon wieder was bekommen. Machen wir 7 Bretter. 6 nehmen wir mit. 4 Nägel. Perfekt. So. Hier, zack. Aha. Wieso können wir die nicht aufnehmen? Was ist los? Unser Inventar ist voll. Okay, verstanden. So, dann können wir ja hier schon mal direkt noch ein bisschen gebratenes Fleisch anwerfen. Hier könnten wir unseren rohen Aufschnitt verarbeiten. Bäm. Und das tun wir jetzt erstmal alles hier rein. Nö, das gebratene Fleisch behalten wir mal. Die Eier können wir damit rein tun. Das Brot behalten wir hier. Gebratene Pilze behalten wir auch hier. Achso, das sind frische. Sehr schön. Die Blumen tun wir hier mit rein. Das Blut, da müssen wir mal gucken. Ups, so. Können wir mit dem Blut hier irgendwas anstellen? Also hier schon mal gar nicht. Ofen läuft gerade, können wir im Moment nicht nachgucken. Und mit dem Fett können wir auch nicht nachschauen. Also tun wir das auch hier rein. Fertig. Können wir jetzt auch das Eisen aufnehmen. Schwupp, schwupp. Können wir direkt wieder hier reinpacken. Und dann wollen wir mal reparieren gehen. Na, was heißt reparieren? Wir stellen ja was her. So, eine Pritsche. Die können wir auch nicht drehen. Das finde ich so komisch. Warte mal. Maus? Hä? Entfernen. Das da. Genau. So. So. Also wir können sie anscheinend nicht drehen. Pritsche. Ja, wäre aber blöd. Dann stellen wir dort lieber die Pritsche hier unten hin. So. Dann können wir die mal herstellen. Das scheint aber in die Ausdauer zu gehen. Leicht niemand. Aha. Ach, die hätten wir hier unten hinbauen müssen. Die Pritsche. Naja, gut. Okay, haben wir wieder was gelernt. Neblig, neblig. Kompost. Wie können wir Kompost herstellen, Kinder? Das ist jetzt echt so ein bisschen nervig. Kiste, Imkerei. Und dann haben wir hier Verfall. Torf. Gefertigt an Komposthaufen. Super seltsam. Ich meine, vielleicht können wir ja im Sumpf noch ein bisschen herstellen. Torf finden. Gehen wir nochmal eben in den Sumpf. Ja, hier könnt ihr eigentlich wieder was herstellen, aber dazu brauche ich mal wieder Brennholz und so. Nee, gehen wir mal in den Sumpf. Ist gerade Tag, kann uns nichts passieren. Was haben wir hier? Dafür brauchen wir Technologie, da ist Eisen. Stein. Aha, wir können da irgendwas untersuchen. Ich kann das nicht entfernen, okay. Also kriegen wir hier auch keinen Torf her, ja? Das ist ja heftig. Mal eben in unseren Dings und dann hauen wir uns mal so ein Fleisch rein. Und so einen leckeren Pilzspieß, Spießpilz, wollte ich gerade sagen. Und ein Brot. Ja,
als hätten wir lang geschlafen. So, nehmen wir mal mit. Ach, du meine Güte. Die werden wir denn hier mal durchschieben, denke ich. Bis zum nächsten Eisenblock irgendwie. Und noch ein bisschen weiter. So. Dann bauen wir den Eisenblock noch ab. Bäm. Läuft. Voll doof, dass wir hier kein Torf bekommen. Ja, eine neue Leiche. So. Ja. Wusch. Perfekt. Zack. Zup. Zack. Eine neue Leiche. Tralalalalala. Ach, wir können jetzt zwei Leichen lagern, okay. Di di di, di di di. Klatsch. Oh. Blut nehmen wir wieder mit. Es braucht ganz schön Energie. Fett nehmen wir mit. Und wenn es geht, das Fleisch. Oh oh. Dann müssen wir mal eben hier 1, 2 und noch ein Stück Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, Freunde. Perfekt. Dann können wir die Leiche mitnehmen und verbuddeln. Schon wieder neues Grab, wisst ihr? So, Grabstätte machen wir hier unten noch eine hin. Zap. Ausbuddeln. Ich meine, wir kennen die Prozedur ja jetzt mittlerweile. Aufnehmen, einwerfen. So, verbuddeln. Wie es ausschaut, brauchen wir auf jeden Fall zwei neue Grabsteine und zwei neue Grabumrandungen. Für die paar Bäume brauchen wir dicke Technologie. Zwei, vier, zwei Grabsteine. So. Ach, jetzt hat der Wasser genommen. Alter. Mach doch sowas nicht. So. Zap. Dann können wir weiterarbeiten. Yeah. Fast geschafft. Da kriegen wir echt gut Kram für. Durch, fand ich ein bisschen seltsam, aber okay. Ja, brauchen wir noch mal zapp und zapp. Oh, jetzt haben wir einen rohen Pilz gemampft, egal. Yeah. Das Grab hat jetzt wenigstens plus 2, das ist schon mal ziemlich cool. Haut auch hin mit der Energie, super cool. Wie gesagt, dann wären ja jetzt eigentlich noch zwei Holzdinger da irgendwie, also diese Umrandungen, die Grabumrandungen und Kohle. Hätten wir da auch schon wieder was gewonnen. Ja. Brauchen wir Bretter. Holzplanke. Wir haben nur noch eine davon, okay. Kann ich zwar kaum glauben, ist aber so. Hier können wir reintun. Ja, den haben wir bisher noch nicht gebraucht, ne? Das Seil können wir reintun. Fett und so weiter verarbeiten wir später. Oh. Ha. War ja mal wieder klar. So. Haben wir.
Unser Leben ist angehauen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, okay, warte. Hier, da. Cool. Ah, komm. So. Ja, schön. Ach so, die sind da jetzt noch in dem Quarry. So. Sehr schön. Oh, das wird wieder knapp. Haben wir jetzt zwei davon? Nee, nur einen. Oh, das wird komplett knapp. Macht aber nichts, wir haben ja noch was zu essen. Wusch. 8-mal gebratenes Fleisch. Können wir denn mittlerweile irgendwas anderes? Nein. Nein. So, dann wollten wir mal beim Ofen gucken, ob wir da eventuell mit dem Fett arbeiten können. Oh, Nudeln, lecker. Uah. Omelette. Mhm. Salat haben wir bei weitem noch nicht. Den Kuchen auch nicht. Brennstoff. So, Brennstoff haben wir eingefüllt. Wir könnten Brot backen und gebratene Pilze. Machen wir die mal. Schade, da gibt es denn keinen Quarry, wo wir das machen könnten. Das ist ziemlich blöd. Okay. Fertig. So, das können wir hier reintun. Dann haben wir das auch. Also Blut und so weiter haben wir jetzt im Moment noch keine Verwendung für. Komischerweise. Aber das kommt noch. Ich denke mal, wir brauchen die ganze Energie hier, um die Holzumrandungen für den Friedhof aufzubauen. Wir haben nur noch minus 8. Das ist schon mal ziemlich cool. Naja. Die Energie geht jetzt komplett für den Aufbau unseres Friedhofs drauf. Aber das macht nichts. Haben wir die außenliegenden Gräber, die Leute sofort sehen, sofort schon mal schön. Denkt ihr, oh, hier möchte ich liegen, wenn ich tot bin, quasi. Und wir sind nur noch auf minus 6. Ach, ist das cool. Oh, ich habe Schlafmangel. Alles klar, ihr Lieben. Wir haben Schlafmangel. Deswegen regeneriert sich auch unsere Gesundheit nicht mehr. Wir haben aber noch was Energie, das heißt, wir holen noch ein paar Rohstoffe ran, bevor wir pennen gehen. Wir können noch gut ein bisschen Holz gebrauchen. Ja, und ein paar Steine. Wir holen jetzt einfach hier aus der näheren Umgebung alles Mögliche ab. Was steht denn hier eigentlich noch? Ja, Handwerk, Steingarten. Ja, da sind wir noch nicht so weit, ne? So, pass auf, hier gibt es nochmal zwei große. Hier gibt es nochmal Metall. Perfekt. Was gibt's hier? Gar nichts. Den einen nehmen wir mit und den anderen schieben wir wieder so ein bisschen. Schiebung! Schiebung macht den Meister. Sehr schön. Zup. Zup. Super cool. Können wir denn eigentlich am Lagerfeuer machen? Bratapfel und gebratene Pilze. Okay. Hier machen wir mal ein bisschen schöner. So, wir haben jetzt im Inventar eine Menge Kram. Mir ist nämlich gerade durch den Kopf gegangen, dass wir einfach mal was mitnehmen. Rüber zum Komposthaufen. Versteht ihr? Irgendwas. Bin mir noch nicht sicher, was. Oh, guck mal hier, Brote gibt's. So. Bratapfel können wir noch nicht machen. Gebratene Pilze könnten wir herstellen. Okay. Aber fürs Blut haben wir noch keine Verwendung. So, der macht uns jetzt lecker gebratene Pilze. Nix. Voll blöd.
Die Pilze nehmen wir noch mit. So. Machen wir noch ein bisschen Wasser. Sehr schön. So, zapp, zapp. Dann haben wir jetzt 20 mal Wasser. Das können wir. Baumaterial tun wir jetzt erstmal wieder hier rein. Wenn wir hier noch Platz haben, haben wir. Metall. Stöcksche. Ja. Den Kram tun wir hier in die Küchenkiste. Oh, lecker, lecker, lecker. Gebratene Pilze. Fett, Haut, Blut. Die sind gebraten, die sind roh. Wasser können wir auch hier rein tun. So, perfekt. Nee, warte mal. Ah ja, doch, gebraten. Die Blume noch. Schön. Perfekt. Was ist hier unten los? Hier müssen wir was aufmachen. Schlange ist ja immer noch unansprechbar. Den müssen wir mit irgendwas, müssen wir den überzeugen. Und um hier rüber zu kommen, brauchen wir... Brauchen wir verdammterweise die Sägebank, um diese dicken Holzblöcke herstellen zu können. Wo war das? Wo war das? Wo war das mit den dicken Blöcken? Ach, Schmiedekunst hier. Handwerk. Steinmetz. Wir haben das Steinreparaturwerkzeug, ich weiß nicht. Ein Steinschneider. Steinschneider 2. Ich weiß nicht, ob wir Steinschneider 2 schon fertig haben. Hier, Kreissäge. Boah, 200 Punkte. Freunde. Ui. Okay. Hey, du. Ich bin beschäftigt. So, was, wir bedrohen den jetzt mal. Obwohl, nee, bedrohen wir nicht. Wir gehen jetzt pennen, Freunde. Ja, das machen wir. Endgültig. Oh, unser lecker gebratenen Pilz noch einsammeln. Ich frage mich, welchen Sinn hat die Kiste hier? So, und jetzt einmal bevor wir pennen gehen, möchte ich noch wissen, welchen Steinschneider wir hier haben. Das ist nur Steinschneider, steht hier. Und da können wir... Ich verstehe das nicht. Wir bekommen da einen Stein raus. Wir haben doch gar keinen Grabstein mehr in der Tasche, oder? Oder haben wir noch einen in der Kiste oder was? Oder wie? Jo, wir haben noch einen Grabstein in der Kiste. Den verbrasteln wir ja eben. Cool. So, lass mal schauen. Hier nehmen wir das Holzkreuz. Achso, könnte man reparieren. Wollen wir aber gar nicht. Ich wollte die eigentlich entfernen. Durch einen neuen ersetzen. Der hat minus 4. Der kann mal einen Grabstein gebrauchen, würde ich sagen. So. Oh, die Energie, die Energie, die Energie. Perfekt. Sehr schön. War zwar vielleicht unsinnig, aber war sehr schön. Wow. Alles klar. Guck mal, er kommt schon wieder weg. Ja, für den habe ich nichts. Mein Friedhof ist immer noch eine Rumpelkammer. Irgendwas zum Ablegen. Nein. Dann gehen wir pennen. Und euch sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, Graveyard Keeper. Euer John D. Fool und tschüss.